Rogo. Liebling, Greifen, Gruftweib, Wivern, Gabelschwanz, verbessertes Schwalbenblut, verweißer Honig, verbesserter Schwalbe. Schneesturm, Donner, Vollmond, Katze, Wald, Wasser, Honig, Brunnen, verlegene Schwalbe. Okay, das ist schon das Ding. Vergiftung. Für die Angriffskraft verlängerte Wirkdauer. Donner wäre sogar nicht mehr so verkehrt. Hier verschiedene Angriffe, stark und schwere Schläge. Ich kann das immer noch zwischendurch wieder hier reinpacken, aber. Okay. Oh, ja, mal sehen. Ich weiß nicht, ob wir für den Endkampf wirklich gerüstet sind. Aber wir versuchen es. Und gut vorbereitet. Ich weiß es nicht. Ich weiß es echt nicht. Willst du spionieren oder? Zeig mir deine Waffe. Reparieren. Achso. So. So, das ist Verbesserung entfernen, das ist zerlegen. Silberschwert. Großartig viele Sachen haben wir hier, glaube ich, nicht, was wir. Nee, wir haben nicht großartig viel, was wir hier verbessern können. Bis dann. Schade. Naja. Da hin, aber lach. Geralt, bereit? Sind wir bereit? Sind wir alle bereit? Sind wir. Oh, ich weiß nicht, ob ich bereit bin. Du denn auch? Ich weiß Schnappen es wir nicht. Uns die Bastarde. Mit Vergnügen, Geralt. Mit Vergnügen. Ich habe echt keinen blassen Schimmer. Ich gebe dir mein Herz? Was für eine Art Zauber soll das sein? Ein alter Liebesbrief, uralt. Wie gesagt, dieser Stein sollte ein Liebespaar vereinen. Ich hätte nie gedacht, dass ich Eredin so etwas mal sagen würde.
En Verellet Cirenate. Ada Eish Blen Edenay. Das geht doch in die Hose. Der Elfenstein hat funktioniert. Sie kommen. Das will ich denn aber auch geraten haben. Ich habe Angst. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Wieso eigentlich immer ich? Ich muss jetzt aber nicht auf dem Schiff kämpfen, oder? Doch, muss ich. Ich weiß es schon. Eisioch, Galifornien. Ups. So 12, oder? Ja, gerade gemacht. Weil ich vorhin nicht mehr dazu kam, meine Haare zu waschen. Ich habe ein bisschen so da rumgeblödelt. Die Nagelfahr muss in der Nähe sein. Und deswegen habe ich mir jetzt eben spontan noch mal kurz zwei Zipfe gemacht. Mache ich für gewöhnlich eigentlich nicht, aber das fällt halt eigentlich so in der Regel nicht auf. Zumindest sieht es so nicht ganz so kacke aus. Wenn ich das dicke Headset umhabe, aufhabe. Na, wie geht's uns heute? Stille. Es ist ganz still. Das ist eine Falle. Wir müssen fliehen. Sofort. Diesmal nicht. Nein, Cyrael. Du bist nicht bereit. Du hast keine Kontrolle über deine Kräfte. Ich schaffe das schon. Ciri. Aus dem Weg. Ciri! Das Eis. Ein Zauber. Du musst den Magier finden, der ihn gewirkt hat und seinen Stab zerstören. Nicht nur seinen Stab. Ich wusste, da geht was schief. Ich hab's gewusst. Ich hab's gesagt. Ich habe es gesagt. Wenn ich jetzt mit Ciri spielen soll, ich habe keine Tränke. Das ist schlecht, ja. Oh, komm! Okay, ja gut, so geht's natürlich. Na gut, aber ich spiel meinen Liebling. Wie? Ich muss mit Ciri... Oh Gott, das geht in die Hose. Das geht in die Hose. Das geht in die Hose. Das geht doch gewaltig in die Hose. Habe ich schon erwähnt, dass das in die Hose geht? Ich bin das übrigens mit dem schnell nach vorne switchen hier. Und hat er nichts von mir. Macht sie automatisch. Ich weiß nicht, woher sie plötzlich die Power hat, aber mir soll es recht sein. Mir soll es recht sein. Die Düsen sind daher so stark.
möglich. Hier ist noch gar keiner. Boah, die kommen eh immer wieder. Das ist der Typ. Ich muss den Boss allein. Oh, Alter, Walter, ihr seid doch irre. Hallo. Das ist in der Tat nicht gut. Nee. Also bis jetzt lief sie ja, aber. Hat die Leck gesoffen? Ich muss mal fix mit Tina. Mach das. Mach das. Puh. Ach du Scheiße. Nee. Welche? Warum werden jetzt meine... Ah, jetzt. Bin ich gerade froh, dass ich das so gelevelt hatte. Siehst du, so einfach ist es nicht. Und das sehr krass. Ja, das mag ja sein. Bleibst du bitte mal an Ort und Stelle? Ah, hör doch mal auf, die Wähler immer weg zu teleportieren. Thank you.
Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Verfluchte Scheiße! Das ist unsere Chance, Jarni! Hast du Ciri gesehen? Ja, das merke ich, dass ich da nicht durchkomme. Hast du Ciri gesehen? Bei der Nagelbahn. Teufel auf ihn! Wir ersaufen euch, Schweine, bis die Bucht schwarz. Nee, das wurde nicht. Eurem Leich nicht. So, ich hab zumindest wieder. Tränke hab ich. Warte mal, ich will mal kurz wissen, was sind das denn für... Wesen? Und was kann ich gegen sie tun? Okay, also Konstrukte sind das. Aber gleich nochmal im Halbblock. Es essen dann noch Fixen, die waren da. Und ich war voll dabei. Ja, alles gut. ich schätze, danach werden wir, denke ich mal, hoffentlich bald durch sein. Weil die Kämpfe hier sind sehr hart. Also wir waren schon mehrmals kurz davor zu sterben. Also die großen Macker hier sind gar kein Problem, tatsächlich. Geralt. Geralt. Zieh dein Schwert. Aber diese Hunde hier, die haben es echt drauf. Wir sind aber kurz vorm Ende.
Und Pferde schlecht, ja. In der Tat. Das ist wohl unser Endboss. Du hattest deine Chance. Nein, Krach darf nicht sterben. Okay. Krach ist tot. Sieht ein bisschen aus wie Sohn, ja. Hexe. Ich hatte gehofft, dass du kommen würdest. Warum? Ich möchte dir etwas sagen. Aber erst später. Jetzt nicht mehr, nee. Wenn du im Sterben liegst. Und was ist, wenn du im Sterben liegst? Hä? Ich sollte vielleicht nicht so das Maul aufreißen, oder? Na, und jetzt wird es wahrscheinlich Schaden verursachen. Ich hab Angst vor ihm. Nein. Wich. Du bist scheiße. Ich hasse dich. Triff dich selber. Wow. Bei meinem Glück falle ich da auch noch runter. Nein! Das war nicht schlau, dass du dich direkt zu mir gefordert hast, ne? Weißt du selber. Ich will mir einen Gedanken machen, warum ich keinen Schaden nehme. Ja, aber ich will auch nicht riskieren, Schaden zu bekommen. Komm schon. Nein! Kommt bestimmt noch eine Phase. Da kommt doch bestimmt noch irgendwas. Aua, aua. Ah doch, da nehmen wir so leicht Schaden. Ich glaube einfach, die Schwalbe war zu stark. Puh. Oh, hoppala. Ein Auge weniger. Ich glaube, das lief nicht ganz wie geplant für ihn. Zu sagen. Valach hat uns beide hinters Licht geführt.
Ach. Er hat uns beide gegeneinander aufgehetzt und ist mit Cyrilla verschwunden. Ich glaube dir nicht. Das wird so sein. Okay, dann war das bestimmt noch nicht der Endkampf. Oder? Warte mal, wir hatten nur ein neues Schwert bekommen, ne? Oh, Gott sei Dank, und es ist auch deutlich besser. Chance auf Bluten. Adrenalin gewinnen. Rüstungsdurchbohrung. Könntest du bitte ein bisschen schneller machen? Ich bin schon da, komm. Warum rennt das Pferd nicht, wenn es rennen soll? Jennifer? Ich weiß es nicht, Gerard. Alter, entscheid dich mal, wo du langreiten willst. Fährt das auf. Alter, könntest du mal aufhören, mich abzudrängen? Mein Pferd will nicht mehr. Mein Pferd ist kaputt. Was hat die erwischt? Die weiße Käthe. Oh. Bleib nicht bei mir! Oh.
nicht so weit rausbewegen. Das erinnert mich sehr stark an den ersten Teil. Ich will, dass wir da nicht mit Jenten Nipfer gemacht haben. Oh Gott. Ja, dann alle sterben. Das geht doch sowas von in die Hose. Aber wenigstens kann sie auch mal kämpfen. Die ist mal nützlich. Komm. Rauch, kannst du schneller laufen? Okay, oder auch nicht. Verdammt! Avalach hat den Turm mit einer magischen Barrikade umgeben! Natürlich. Kannst du sie auflösen? Auflösen? Nein, ich kriege höchstens einen Riss rein. Und nur ganz kurz, weil... Genauerchen, kommen wir beide durch? Nein, du musst alleine gehen. Na klar. Ich komme mit Ciri zurück. Ich weiß. Oh, schön, dass du das weißt. Ich weiß es noch nicht. Agore, Chelgane. Pfingsten, ne? Warte, kann ich noch einmal... Okay. Also. Die letzten zwei Kämpfe waren schon hart. Oh, bitte lass mich das überleben. Kann ich hier noch hin teleportieren? Was geht in die Hose? Ich mag da gar nicht hingucken. Sachchen. Palim, palim. Geralt, wie bedauerlich. Ich hatte gehofft, dass du dies nicht mit ansehen musst. Wo ist Ciri? Ganz nah. Hör zu. Sei still. Mir reicht es mit deinem Scheißdreck. Zieh die Waffe, bringen wir es hinter uns. Du glaubst wohl, dass ich dich verschone? Ich glaube, dass du einen Unbewaffneten nicht angreifst. Da wäre ich nicht sicher. Ich bin wirklich sauer. Ich bin nicht dein Feind. Ich helfe Cirilla doch nur. Ich glaube dir nicht. Kann ich nicht. Nicht nach all dem. Glaubst du denn mir? Avalach sagt die Wahrheit. Ich habe ihn gebeten, mir beim Öffnen des Turms zu helfen, den ich betreten will. Warum zum Teufel tust du das? Die wilde Jagd ist besiegt. Die weiße Kälte aber nicht. Die Prophezeiungen sind wahr. Ich habe Welten gesehen, die in Eis gefesselt sind. Ich weiß, was euch erwartet. Nur das ältere Blut kann die weiße Kälte aufhalten. Nur ich kann es. Dummes Geschwätz. Wir werden nicht ausgelöscht. Du hast die Zukunft gesehen. Schon vergessen? Die Entropie kann niemand aufhalten. Die Welten werden einfrieren, eine nach der anderen. Und alles Leben wird enden. Avalach hat recht. Wenn ich nichts tue, sind Menschen, Elfen, alle dem Tode geweiht. Es muss einen anderen Weg gehen. Was weißt du schon vom Weltenretten, Dummkopf? Du bist ein Hexer. Das ist meine Geschichte, nicht deine. Lass sie mich zu Ende erzählen.
Ciri. Vielleicht hätte ich es dir sagen sollen. Vielleicht hättest du es doch verstanden. Ich kenne dich besser, als du glaubst. Lass mich nicht warten. Ich habe das Gefühl, es gibt Ärger. Folge er mir bitte. Ich bin mir nicht sicher, ob ich mit dem Knüpfen so zufrieden bin. Also allein dieses Ende hier bringt mich dazu, das Spiel irgendwann nochmal zu spielen. Ich vermute mal, dass es mehrere Enden gibt, oder? Ich hoffe es. Bin nämlich nicht zufrieden. Die Redania werden bald hier sein. In keinster Weise. Löchen. Boah, da machst du so gleich den Kopf kürzer. Sprich. Ciri ist tot. Wie ist das passiert? Die weiße Kälte. Kennt ihr die Prophezeiung? Ciri wollte sie aufhalten. Das hat sie auch, aber den höchsten Preis gezahlt. Wo ist ihre Leiche? Ich glaube nicht, dass sie jemals gefunden wird. Wer weiß noch davon? Avanach, der elfische Wissende. Aber auch ihn werdet ihr nicht finden. Und Yennefer? Sie will im Norden bleiben, wenn ihr nichts dagegen habt. Habe ich nicht. Und du?
Da ist jemand, der auf mich wartet. Tess Marigold? Keine Angst. Ich werde sie nicht verfolgen lassen. Noch nicht. Hat Cyrilla gesagt, hat sie dich gebeten, mir etwas auszurichten? Oh, ich glaube, das hat sie vergessen. Jetzt scheint er sowas nicht gerne. Ich glaube, wenn wir das erste nehmen, weiß er, dass wir lügen, oder? Wir haben nicht über euch gesprochen. Ich verstehe. Wenn es sonst nichts mehr gibt. Doch, eines noch. Aber du kannst gehen. Hexer, ich will dich nicht mehr sehen. Nie wieder. Das kann ich nachvollziehen. Nein, ich bin mit dem Ende unzufrieden. Ganz gewaltig. Braucht ihr Hilfe mit eurem Wagen? Nein. Das ist eigentlich nicht direkt unserer. Eher ein gekapertes Fahrzeug. Beute, könnte man sagen. Die Leute haben ihn offenbar in der Eile zurückgelassen. Wohin sie geeilt sind, weiß ich nicht. Aber es wäre doch eine Schande, wenn er den Roten in die Finger fiele. Veränderung liegt in der Luft. Man gewöhnt sich dran. Jetzt sind die Schwarzen weg. Da werden die Hexenjäger bald eintreffen. Aber das Leben geht weiter. Wir müssen das Beste draus machen. Wie wahr? Also, an die Arbeit, bevor uns die Nacht überrumpelt. Braucht ihr wirklich keine Hilfe? Ich glaube, wir kommen zurecht. Wohin willst du? Zur nächsten Taverne, wie du aussiehst. Ja, aber erst habe ich noch eine Verabredung. Beim ehemaligen Lager der Nilfgaarder. Bis dann. Haben wir das? Komm schon, Plätze. Ich weiß immer noch nicht, was ich von Ciri Schicksal halten soll. Ich habe echt große Hoffnung, dass wenn wir das irgendwann noch ein zweites Mal spielen, ein besseres Ende gibt. Jetzt finde ich nichts. Gott, ich will nicht. Ach, hier sind wir wieder. Ist das nicht Region Weißgarten gewesen? Nein, vielleicht. Ja. Weiter so, Plätze. Okay. Lang, lang ist her. Einige Wochen. Mindestens. Meister Ort. Wurde bestimmt aufgehalten. Du bist spät dran. Die Soldaten blockieren die Straßen, ich weiß. Schon gut. Hast du es dabei? Wie vereinbart. Die Klinge ist knapp einen Meter lang, wiegt beinahe 40 Unzen.
mit Silber beschichteter Siderit-Stahlkern, Glyphen und Runen entlang der Klinge und am Heft. Wunderschön. Ich bin seit 30 Jahren im Geschäft. Nur die größten Schwertmeister können sich meine Waren leisten. Du kannst mir glauben, wenn ich sage, dass kein Hexer je eine bessere Waffe hatte. Dein Ruf eilt dir voraus, Meister Ort. Ich würde niemals an dir zweifeln. Die Inschrift, so wie du sie wolltest. Zirail, Schwalbe. Klassische Runen in der älteren Rede. Schnörkellos, einfach und präzise. Darf ich? Es gehört dir. Wenn du es ausprobieren möchtest, meine Helfer haben eine Trainingsfigur aufgestellt. Hier die Bezahlung. Nur Edelsteine, wie gewünscht. Falls du Arbeit suchst, eine Striege soll den Maribor-Wald unsicher machen. Danke. Ich muss zuerst in die Taverne, aber dann, wer weiß. Viel Glück auf dem Weg, Hexer. Was ist das hier? Sind wir jetzt ja schon im DLC oder sind wir jetzt hier? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht richtig. Wir haben auf jeden Fall so einen Punkt zu verteilen. Meister Hexer, hier drüben! Viele Klingen zum Testen, wenn das dein Wunsch ist. Ja, ja. Geht zur Taverne. Boah! Ich nage immer noch so ein bisschen an Zielschicksal. Vor allem stelle ich mir auch die Frage, wie ich es jetzt abwenden kann. Ob ich es da vor Ort noch hätte abwenden können. Ob ich irgendeine andere Entscheidung hätte treffen können. Scheiße, der Hexer. Oder diesen Weg Richtung. Dachchen. Die Herren Zwerge, der Zwerg. Schon gut. Kommt raus. Ja. Die Zwerge, die uns im Stich gelassen haben, ne? Gute Überfahrt gehabt? Mit der löchrigen Nussschale von der Nebelinsel? Nur das Mädel könnte vor Glück reden, dass ihr nicht mitgefahren seid. Hättest sowieso nicht reingepasst. Der Kahn war so voll, dass wir fast untergegangen wären. Und nach Fischkacke hat's gestunken. Ich sehe ihm Zwerge, wobei sie sind ja nicht mehr zu dritt. Wie hat es euch hierher verschlagen? Die Geschäfte sind schuld. Schlechte Zeiten, weißt du? Da muss man nehmen, was man kriegt. Brauchen die Leute hier den Landvermesser? Wir haben uns umorientiert. Setzen jetzt auf Wertsachen. Wertsachen? Sie kommen. Versteckt euch. Was ist denn los? Du hast uns nicht gesehen. What? Oh. Die Zwerge. Wo sind sie? Zwerge? Tu nicht so. Wir sind seit gestern hinter ihnen her, nachdem sie Hochwürden Michelis goldenen Kelch gestohlen haben. Wer Verbrechern hilft, den wird das heilige Tribunal des ewigen Feuers richten. Ihr mit eurem ewigen Feuer. Hier gibt's keine Zwerge. Willst du etwa sagen, das hier ist dein Lager? 5 Humpen? 5 Sättel? Alles deins? Ich verfolge diese Zwerge schon eine Weile. Sie sind mir etwa 2 Tage voraus.
Das Lager wurde überstürzt verlassen. Irgendwas muss sie aufgeschreckt haben. Hm. Vielleicht haben sie gehört, wie wütend Hochwürden Michaelis ist. Gehen wir. Und du, Mutant, gehst uns besser aus dem Weg. Natürlich tue ich das. Gerne doch. Oh, danke dir, Hexer. Hab den anderen gesagt, dass du ein feiner Kerl bist und wir dein Boot nicht hätten klauen sollen. Hab gehört, ihr macht jetzt Geschäfte mit wertvollen Gegenständen. Ja, wir setzen auf bewegliche Dinge. Heutzutage weiß man ja nie, wann man einen vergoldeten Kelch mal gebrauchen kann. Verstehe. Was habt ihr damit gemacht? Der ist weg. Verkauft. An einen Herrn Spiegelei oder so. Lustiger Name. Hat aber gutes Geld bezahlt. Wir hätten es mit dir geteilt. Spiegelei? Aber du siehst mir eher so aus, als würdest du Geld aus Diebstählen nicht annehmen. Ja, du hast diesen rechtschaffenden Blick. Eindeutig. Ich will euer Geld nicht. Seht ihn euch an. Beleidigt. Als hätten wir ihm ein nacktes Mädel unter die Nase gehalten. Hexer folgen eben ihrer Überzeugung. Keine Diebstähle, keine Mädchen in den Po kneifen und keine Überfälle auf Reisende. Wir machen Ausnahmen. Besonders was Reisende angeht. Lebt wohl, Hexer. So. Das Medaillon vibriert. Das muss ein Ort der Macht sein. Ich hätte ja nicht gedacht, dass wir die Zwerge nochmal wiedersehen. Die werden jetzt einfach mal so auf und davon. So süß. Dass ich mir dafür eigentlich noch die Mühe mache. Naja. Fertig. Da. So. Der Van sollte ja nicht mehr weit sein. Ich frag mich nur, wie gesagt, ob wir jetzt hier schon im DSD-Deck quasi dran sind oder ob das jetzt das offizielle Ende ist oder wie, was, wo. Halt, Herr! Ich bitte dich! Was gibt's denn jetzt noch? Was gibt's denn? Soldaten haben sie gefesselt, da drüben in der Hütte. Wen gefesselt? Meinen Papa und Onkel Bogut und Klimko. Hilf mir! Okay. Hey, Duda, zieh ab im Namen des Königs. Ich kann noch nicht mal lesen. Das werden wir ja sehen. Ach, da hinten. Aha, Blasphemie. Ist schon raus. Kreis hinein. Gib lieber gleich auf. Ja, nee. Gute Nacht. Ich hoffe, ich habe den guten Mann jetzt nicht getroffen. Nee, sieht glaube ich nicht danach aus. Ich glaube, die sind alle rechtzeitig noch geflüchtet. So, wird hier erstmal niedergemacht. Nett. Talisman Händler und dreckige Anderlinge werden ab sofort geächtet. Wer ihnen Unterkunft gewinnt, läuft ja nicht gut hier. Die Herren. Ist es erledigt? Ja. Hat er dir geglaubt? Ich habe keine Ahnung.
Für die Gorgo. Und wir haben einen neuen Auftrag. Bringt nicht viel Geld, aber es lohnt sich trotzdem. Du warst aber fleißig. Mach das nie wieder. Alter. Es gehört dir. Ein Hexerschwert. Schwalbe. Oh, wunderschön. Darf ich? Nicht hier. Du wirst bald genug Gelegenheiten dazu bekommen, Hexerin. Ich hatte Angst. Bei dem Ende, ne? Lass es ausprobieren. Ich dachte echt, Ciri wäre tot. Radovid hatte viele Fehler. Er war grausam, impulsiv und krankhaft ehrgeizig. Taktisch war er jedoch zweifellos ein Genie. Mit haushoch unterlegenen Streitkräften besiegte er geschickt die Invasoren aus dem Süden. Der redanische Adler nahm den gesamten Norden unter seine Fittiche, auch Novigrad. Nachdem er den Sieg über Nilfgaard errungen hatte, wollte Radovid seine Hexenjagd vollenden. Wie schon in Novigrad brannten die Scheiterhaufen nun im vom redanischen König befreiten Temerien und Edir. Im Namen der moralischen Erneuerung wurden tausende Kräuterkundler, Weideler, Heiler und Anderlinge der Ketzerei bezichtigt und ermordet. Für viele war die Freiheit unter Radovids Zepter schlimmer als die Unterwerfung. Solange seine Armeen einen Sieg nach dem anderen einfuhren, erwiesen die Untertanen Emir grenzenlosen Gehorsam. Doch als eine Serie von Niederlagen ihm den Nimbus des Unbesiegbaren nahm, da schlug die bisher im Verborgenen wirkende Opposition zu. So wurde der Kaiser, der auf den Grabhügeln seiner Feinde getanzt hatte, nun selbst zur letzten Ruhe gebettet. Der Kontinent versank im blutigen Krieg, doch Skellige erblühte unter der erleuchteten Regentschaft von Ceres. Anders als ihre Vorgänger ließ die junge Königin nicht an fremden Gestaden plündern. Sie kümmerte sich um ihre eigenen Leute und um ihr eigenes Land. Der Inselstaat Skellige prosperierte. Das ist eine Sache, die wir richtig gemacht haben. Cirilla Fiona Ellen Rhiannon, Thronerbin von Nilfgaard, wählte das Leben einer fahrenden Hexerin. Geralt lehrte sie alles, was er wusste, und jede seiner Fertigkeiten. Dann zogen beide allein weiter. Bald erzählte man sich von der Jaruga bis zu den Bergen Kovirs, von den glorreichen Heldentaten der aschblonden Hexerin. Auch wenn es schwer zu glauben ist, Geralt wurde endlich sesshaft im fernen Kovir. Er und Triss schufen sich ein Zuhause, warm und von frischem Kuchenduft erfüllt. Gäste waren stets willkommen, egal zu welcher Uhrzeit. Hin und wieder übernahm der Hexe einen Auftrag, eher aus Gewohnheit denn aus Not. Als Beraterin des Königs von Kovir verdiente Triss mehr als genug. Gott, wir haben doch ein gutes Ende. Ey, ihr könnt euch nicht vorstellen, was ich viel Angst hatte eben noch. Naja, gut, wir haben ja noch die DLCs vor uns. Beide. Das ist lustig. Ich weiß aber gar nicht, ob man die jetzt im Nachhinein noch spielen kann. Oder ob ich dann auf dem älteren Spielstand zugreifen muss. Das wird sich dann herausstellen. Aber wir haben zumindest die Hauptstory durch. Ich muss nicht sagen, ich freue mich schon, wenn wir das Spiel nochmal spielen. Es wird aber dauern. Ich denke mal so 2-3 Jahre bestimmt. Je nachdem. Die Musik ist auch schon wieder mega. Ich bin immer noch so komplett fertig von dem Ende, was ich befürchtet hatte. Ja, wir haben ein Ende, was ich gefreut habe. Wobei ich nicht weiß, wie viel das Ende eigentlich gibt. Also wie viele es
Ja. Ich glaube, es gibt könnte noch eins mit Jennifer geben, ne? Ich gehe auch mal von aus, dass sie sterben kann. Fürchte ich einfach. Aber wie viele Enden es insgesamt gibt, weiß ich leider nicht. Werden wir dann hoffentlich irgendwo noch erfahren. Wie gesagt, die größte Frage, die ich mir jetzt halt stelle, wie wir jetzt zu den DLCs kommen. Lass aber das noch ein bisschen durchlaufen. Weil ich noch der Musik so ein bisschen lauschen möchte. Aber ich glaube, die DLCs sind ja auch nochmal so 30 bis 50 Stunden lang. Denke ich. Hoffe ich. Gehe ich einfach mal von aus. Kann man das überspringen? Ja, kann man. Okay. Ich hoffe nur, dass ich jetzt nichts wegdrücke. Oder? Ja, ne? Vielleicht. Ich weiß es. Meistens kommt ja am Ende noch irgendwas. Wenn dann so die Credits durchgelaufen sind. Ich weiß gar nicht, bei welchem Spiel hatte ich das? Ich glaube, bei einem Final Fantasy hatte ich das mal. Und bei der Jak and Daxter-Reihe auf jeden Fall ganz oft. Und bei Kingdom Hearts. Bei Kingdom Hearts hatte ich das auch schon. Weil die Bilder wiederholen sich, glaube ich, auch gerade. Wenn ich was übersehen habe, werden wir spätestens beim nächsten Mal herausfinden.